Hallo zusammen, heute wollte ich die wichtigsten neun Potenzgesetze zeigen und herleiten. Das passt perfekt zu der gestrigen Vorlesung mit den Brüchen. Wiederum alles relativ kompakt, schnell und zügig, so dass jemand, der das Wissen sucht, wirklich hier auch fündig wird. Also, lass uns beginnen und überlegen, dass wir einfach bei der Potenz eine Abkürzung der Multiplikation gewählt haben. Also die Nummer 1 ist a hoch n sei gewählt als a mal a und so weiter mal a n mal. Zweitens, a hoch n mal a hoch m, das ist a hoch n plus m. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Wenn wir von a hoch n sprechen, dann ist das eine Potenz. Das a ist eine Basis und das n ist ein Exponent, der Zeiger. Ja, Potentia, Macht. Das englische Wort auch Power, Exposé, Ausstellung, Exponent, Zeiger, Basis, die Grundlage. So, wenn wir also zwei Potenzen miteinander multiplizieren mit gleichen Basen, dann addieren wir die Exponenten. Warum ist das der Fall? A hoch n mal a hoch m, das ist a mal und so weiter mal a n mal a und so weiter mal a m mal. Wie viele a's haben wir nun insgesamt? A mal und so weiter mal a. Jetzt haben wir eine Kette der Länge n und dazu kommen noch m, also n plus m mal. Ganz einfach. Und wie ihr seht, das kann ich ja per Definition als a hoch n plus m aufschreiben. Also relativ einfach. Wichtig ist aber, dass man diese Gesetze beweist. In den meisten Fällen glaubt man das. Das ist für Mathematik überhaupt nicht gut. Drittens, wir haben a hoch b und das Ganze hoch c. Potenz von Potenz also. Dabei rechnet man die Exponenten mal miteinander. Lass mal gucken. A hoch b, das Ganze hoch c. Was ist per Definition a hoch etwas? Das ist ja a mal sich selbst, so oft mal. Also, dass hier a hoch b steht, ist eigentlich nebensächlich. Hauptsache, wir haben etwas hoch c. Also, das haben wir hier. Und jetzt sind wir bei Mathe. Das heißt, wir können jetzt hier problemlos die Nummer 2 nutzen, die wir eben hergeleitet haben. Die haben gleiche Basen, die miteinander mal gerechnet werden. Also addieren wir die Exponenten. Also haben wir a hoch b plus b und so weiter plus b. Und das Ganze läuft hier dann c mal. Und das können wir abkürzend als a hoch b mal c aufschreiben. That's the story. Nummer 4. A mal b hoch n. Das ist a hoch n mal b hoch n. Jetzt beweisen wir das mal. A mal b hoch n ist dasselbe wie a mal b in der Klammer mal a mal b in der Klammer mal und so weiter mal a mal b und das Ganze läuft wie zuvor auch geschrieben n mal. Jetzt wissen wir aus den früheren Vorlesungen, dass wir die Klammer fallen lassen können mit dem Assoziativgesetz. Also geht die Klammer verloren. Das heißt, wir haben a mal b mal a mal b mal und so weiter mal a mal b. Dabei haben wir die Anzahl der Paare immer noch n. Jetzt, also das ist das assoziative Gesetz. Jetzt nach dem kommutativen Gesetz können wir auch die Reihenfolge der Multiplikation beliebig vertauschen. Also können wir a's auf die eine Seite ziehen und die b's auf die andere. Und in beiden Fällen hatten wir ja n Paare, also bleiben auch n einzelne Elemente. Und somit haben wir hier a hoch n mal b hoch n. That's the story. Nummer 4. Nummer 5. Das gleiche auch für die Brüche. A durch b hoch n. Das ist a hoch n durch b hoch n. Wie beweise ich das? A durch b hoch n. Das ist wiederum a durch b mal a durch b mal und so weiter mal a durch b n mal. Und jetzt wissen wir beide ja, wie die Multiplikation geht.
Also Zeller mal Zeller, dann haben wir hier einen großen Bruch und Nenner mal Nenner. Beides dann n mal. Und jetzt haben wir hier am Ende einfach a hoch n durch b hoch n. So weit, so gut. Nummer 5. Nummer 6. Geht das schnell. Wurzel aus a wird definiert als a hoch 1/2. Warum ist das notwendig? Na gut, was ist überhaupt Wurzel? Also Wurzel aus einer Zahl ist eine andere Zahl, eventuell b, so dass b mal b a ergibt. Ja? Also Wurzel aus 9 ist deswegen 3, weil 3 mal 3 9 ergibt. Schauen wir mal bitte, wenn man jetzt die Wurzel betrachtet, dann hat man sich grundsätzlich überlegt, man hat die Fläche eines Rechtecks, sagen wir mit der Seitenlänge unbekannt, und hat aber die Fläche 9 und möchte die Seitenlänge kommen, und in dem Fall lautet die Seitenlänge 3, weil 3 Quadrat 9 ergibt. Das ist wichtig. Somit erübrigt sich die Frage mit dieser Definition, warum man zum Beispiel aus minus 4 keine Wurzel ziehen kann, weil wir einfach die Fläche von minus 4 in der Schulmathematik gar nicht haben. Okay? Das ist also wieder ganz wichtig für uns nochmal zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. So, und der Graph von der Wurzel war gekippte Parabel. Dazu kommen wir mal, wenn wir mit der Ableitung arbeiten. Das sieht dann so aus. Und die Parabel nach unten wird nicht fortgesetzt, obwohl die eigentlich also aufrecht steht, in beide Richtungen geht. Das hat mit dem Definitionsbegriff der Funktion zu tun. Eine Funktion war eine eindeutige Verbindung zwischen x- und y-Werten, bei welcher es zu jedem x-Wert genau einen y-Wert gibt. Wenn ich also hier bin und diesen oder diesen Wert nehme, dann habe ich keine Eindeutigkeit und da würde mein Computer in dem Fall normalerweise abstürzen. Ja, also hat man sich entschieden, dass man nur die positiven Werte nimmt, was auch logisch ist, denn zu einer Fläche von 9 Quadratmetern passt auch ein Quadrat mit der Seitenlänge 3 plus 3 und nicht minus 3. Obwohl minus 3 mal minus 3 plus ergibt, plus 9 ergibt, das besprechen wir vielleicht mal im nächsten Video. Das fällt mir gerade ein, dass ich das vielleicht noch nicht erzählt habe. Wenn ja, dann ergänzen wir das. Das ist aber kein Problem. So, das heißt, die Wurzel aus a ist b, b mal b ergibt a. Wir sagen jetzt, Wurzel aus a sollte irgendein x ergeben, a hoch x ergeben. Und dieses a hoch x mal sich selbst sollte wiederum uns das a geben. Oder das a hoch 1. Wiederum, wir nutzen, also das x ist gesucht, wir nutzen die Potenzgesetze von früher. Die linke Seite gibt uns a hoch 2x gleich a hoch 1. Wir haben eine Gleichheit, die Basen sind gleich, also müssen hierbei auch die Exponenten gleich sein. Das heißt, 2x muss 1 ergeben und daraus folgt, x ist gleich 1/2. That's the story. Das ist der Grund, warum man die Wurzel so aufteilen kann. Das hat natürlich viele interessante Konsequenzen. Insbesondere Wurzel aus a mal b ist dasselbe wie a mal b hoch 1/2. Das wäre dann per Nummer 4 a hoch 1/2 mal b hoch 1/2. Und das ist dann die Wurzel aus a mal Wurzel aus b. Das gleiche natürlich auch für den Bruch. Wurzel aus a durch b ist a durch b hoch 1/2. Und das ist dann die Nummer 5. Das ist a hoch 1/2 durch b hoch 1/2 und das ist Wurzel aus a durch die Wurzel aus b. So weit, so gut. So, und das kann ich natürlich beliebig fortsetzen. Also die dritte Wurzel wäre dann entsprechend a hoch 1/3 und die n-te Wurzel wäre dann a hoch 1/n. That's the story. Das war die Nummer 6. Die Nummer 7. A hoch 0 ergibt 1. Die Nummer 8, Moment. Ich muss sie ja noch beweisen, die Nummer 7. Ja. Meistens ist bei den meisten bei euch im Schulunterricht schon hier Schluss. Man sagt hoch 0 ist 1, wurde so gewählt. Nicht ganz. Schaut mal. Das Spiel sieht so aus. Wir sagen jetzt, wir nehmen a hoch n und rechnen das mal 1. Und wir nehmen an, da Multiplikation mit 1 ändert nichts, also kommt da wieder a hoch n raus. Und jetzt würden wir gerne wissen, a hoch welches x verhält sich genauso wie die 1. Also wenn wir jetzt a hoch n mal a hoch x rechnen, dann soll da wieder a hoch n rauskommen. Das ist ja unser Interesse jetzt hier. Was ist das x? So, und jetzt haben wir auf der linken Seite diese Gleichung, die wir hier haben, wieder zwei gleiche Basen.
und die Potenzen werden miteinander mal gerechnet, also addiere ich die Exponenten und ich komme hier auf a hoch n plus x gleich a hoch n. Also haben wir wieder Gleichheit, wieder gleiche Basen, also müssen auch die Exponenten gleich sein, das heißt n plus x ist gleich n, wir ziehen auf beiden Seiten das n ab, x ist gleich 0. Und das ist der Grund, warum a hoch 0 1 ergibt und nicht, weil das irgendjemand gewählt hat. Schlimmer noch, also wenn man jetzt a hoch 0 gleich nicht 1 wählt, sondern was auch immer, dann würden die Gesetze von früher einfach gar nicht mehr gelten. Und dann hätten wir ein Riesenproblem, weil wir sehr viele Widersprüche haben würden. Wichtig. Nummer 8. A durch b hoch minus 1 ergibt b durch a. Auch sehr, sehr wichtig. Und wie kommen wir da drauf? Schaut mal, a durch b mal b durch a, das ist ja die Multiplikation eines Bruches mit dem Kehrwert, das ergibt 1. Diese 1 kann ich ergänzen, ersetzen durch a durch b hoch 0, das haben wir eben in der 7 gezeigt. Da schreiben wir als a durch b hoch 1. Und jetzt fragen wir uns schon wieder, a durch b hoch welches x würde dann den Kehrwert verursachen? Also, was ist dann der x-Wert? Und die Antwort ist, wir schreiben hier einfach das als a durch b hoch x auf und holen das mal ermitteln. Schon wieder haben wir auf beiden Seiten die gleichen Basen. Auf der linken Seite haben wir Multiplikation zweier Basen, zweier Potenzen mit gleichen Basen, also addieren wir schon wieder die Exponenten. Wir haben a durch b hoch 1 plus x gleich a durch b hoch 0. Die Basen sind gleich, wir haben wieder Gleichheit, also müssen auch die Exponenten gleich sein. 1 plus x ergibt 0 und daraus folgt x gleich minus 1. Das war der Grund für diese Gleichheit. Also 4 Fünftel hoch minus 1 gleich 5 Viertel. Das hat noch ein paar andere Konsequenzen. Meistens lernt ihr in der Schule, was x hoch minus 1, x hoch minus 2 und so weiter sind. Lass mal kurz gucken. Also x hoch minus 1 ist ja dasselbe wie x Eintel hoch minus 1, nun per Definition 1 durch x. X hoch minus 2 ist ein bisschen komplizierter. Das ist x Eintel hoch minus 2, richtig. Aber die minus 2 schreibe ich jetzt auf als minus 1 mal 2. Ich erinnere mich an die Nummer 3 von heute, a hoch b und das Ganze hoch c, das war a hoch b mal c, wie ihr das seht. Also haben wir hier insgesamt x Eintel hoch minus 1 und das Ganze dann hoch 2. Jetzt nutze ich hier die Definition, das ist ein x-tel von früher hoch 2 und ist die Nummer 5 von heute. Das ist 1 hoch 2 durch x hoch 2, das ist 1 durch x². Und so kann ich das beliebig auch mit x hoch n machen. Also x hoch minus n wäre dann entsprechend 1 durch x hoch n. Oder eben a hoch minus m gleich 1 durch a hoch m. Und jetzt wechseln wir zu der Nummer 9. A hoch n geteilt durch a hoch m ist a hoch n minus m. Warum gilt das? A hoch n geteilt durch a hoch m, das ist ja dasselbe wie a hoch n Eintel durch a hoch m Eintel. Und wie ihr euch erinnern könnt, durch einen Bruch heißt mal den Kehrwert, also haben wir hier a hoch n durch 1 mal 1 durch a hoch m. Aber 1 durch a hoch m, das haben wir gerade gezeigt, ist a hoch minus m. Also haben wir hier a hoch n durch 1, kann ich jetzt einfach a hoch n daraus machen, mal a hoch minus m. Und das, nach der Nummer 2 von heute, ist wirklich a hoch n minus m. Ich hoffe, das war klar. Jetzt haben wir fast 15 Minuten dafür gebraucht, aber jetzt haben wir alle Potenzgesetze hergeleitet. Ihr braucht wirklich keine weiteren mehr, um Aufgaben in der Schule oder an der Uni zu bewältigen. Dazu kommen später noch Logarithmen und ich zeige vielleicht mal nochmal, wenn ich das vorher noch nicht gezeigt habe, warum minus 1 mal minus 1 plus 1 ergibt. Das gehört zu den Grundlagen auf jeden Fall dazu. Bis bald, viele Grüße und stay positive. Ciao, ciao.